Mit dem 6. Meistertitel ist am Wochenende für Kadetten Schaffhausen die Saison zu Ende gegangen. Das bedeutet auch den Abschied von einigen Spielern, unter anderem vom langjährigen Captain David Graupner. Er wechselt auf die nächste Saison in die deutsche Bundesliga. Wir haben ihn heute besucht. Seit gestern trainiert die Schweizer Nationalmannschaft in der BBC Arena. Das Kader bereitet sich auf das Spiel vom Wochenende vor. Vom Freitag bis am Sonntag stehen das Spiel gegen Italien, Großbritannien und Griechenland an. Es geht um die Vorqualifikation für die EM. Für David Graupner ist es nach der Meisterfeier vom Samstag also nahtlos weitergegangen. Vorgestern noch hat er sich von der Mannschaft verabschiedet. Ja, es war ein gemischtes Gefühl. Natürlich der Meistertitel ein sehr hervorragendes Gefühl. Ich glaube, wir mussten dieses Jahr wieder ein bisschen härter arbeiten müssen dafür als auch schon. Dann macht es auch mehr Spass. Der Abschied war einen Tag später. Sehr bewegende Moment. Aber schlussendlich glaube ich, es nicht ganz so her, weil ich doch plane, irgendwann wieder zurückzukommen. Der Gedanke an die Rückkehr ist beim David Graupner schon jetzt im Hinterkopf, noch vor der Abreise. 6 Jahre lang hat der Zürcher zu den Top-Spielern der Kadetten gehört, die letzten 3 Jahre als Captain. Ab dem 12. Juli trainiert der David Graupner mit dem TV Grosswallstadt in Aschaffenburg in der Nähe von Frankfurt. Dort erwartet ihn viel Neues. Ich glaube, eine sehr strenge Vorbereitung, was man so vom Hörensagen weiss. Ich glaube, das geht dann richtig gerade vom ersten Tag an voll zur Sache. Ich kenne schon 2-3 Spieler, die dort sind. Von dem her sollte die Integration, glaube ich, auch mit der Sprache nicht so ein Problem werden. Natürlich eine neue Wohnung, neues Umfeld, neuer Arbeitsplatz. Ja, alles, was man sich wieder daran gewöhnen muss, was in den letzten Jahren so normal und so selbstverständlich war. Die Bundesliga ist für den 27-Jährigen der nächste logische Entwicklungsschritt. Neben der Grosswallstadt haben aber noch weitere Bundesliga-Vereine Interesse an ihm gezeigt. Schlussendlich haben sie sich am meisten bemüht um mich. Von dem her, ich glaube, sie sind doch sehr, sehr forsch an mich angegangen oder sehr mit Nachdruck und mehr gemerkt, dass sie mich gerne hätten. Und das habe ich bei anderen Vereinen nicht in dem Maß gespürt. Und schlussendlich finde ich, ein familiärer Verein wie Grosswallstadt ist als Bundesliga-Einstieg sicher das Ideale für mich. Außerdem ist der David Graupner beim TV Grosswallstadt auf seiner Position als linker Rückraumspieler die Nummer 1. Die Mannschaft hat diese Saison in der Bundesliga im hinteren Mittelfeld beendet, auf dem 12. von 18 Plätzen. Das Training heute Morgen mit der Nationalmannschaft ist für David Graupner eins der letzten in der BBC Arena. Vorerst, denn er hofft, später wieder bei den Kadetten zu spielen. Es gibt immer ein paar unberechenbare Komponenten, aber natürlich, wenn es die Gesundheit zulässt, wenn es den Körper zulässt und der Verein nach wie vor Interesse an mir hat, dann sehr gerne. Ich glaube, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, habe sehr eine gute Zeit gehabt und das möchte man sicher wiederholen. Ja. Die nächsten 2 Jahre ist der David Graupner beim TV Grosswallstadt unter Vertrag. Bevor er aber in die stärkste Handballliga der Welt wechselt, geht er ab nächster Woche zuerst noch in die wohlverdiente Ferien.